Leute, das sieht hier aus. Ist ein Paket angekommen. Ihr seht es, was es ist. Thomas sucht danach bestimmt schon 2 Jahre und versucht die zu bekommen. Und jetzt ist sie da. Wer kauft so einen großen Fernseher? Da kommt man gar nicht hin. Ach, Thomas. Ich wollte dieses Wochenende gerne los. Aber. Was machst du jetzt mit der? Outsourcen. Ich kann mir vorstellen, dass das Wochenende so aussieht. Tschüss, Thomas. Ihr seht, er reagiert nicht mehr auf mein Tschüss. Ich mache jetzt was Sinnvolles. Ich fahre jetzt mit dem Auto zu dem großen schwedischen Möbelhaus und kaufe ein bisschen Deko. Fürs Wohnmobil natürlich und wahrscheinlich auch für die Wohnung. Ja, dieses Gebimmel hier die ganze Zeit. Ich muss flüchten. Einiges an Deko habe ich ja hier schon im Wohnmobil, aber es ist eine neue Jahreszeit. Wir haben Herbst, dementsprechend muss ich hier natürlich ein bisschen umdekorieren. Dieses Gestrüpp hier soll weg, da möchte ich was anderes hin haben. Es muss ein bisschen herbstlicher sein. Da schaue ich nachher mal, ob ich da was Schönes finde. Das Gewürzregal, da fragen immer ganz viele nach. Das ist auch von Ikea, das habe ich weiß angemalt. Ich gucke mal, ob ich das gleich finde und dann werde ich euch auch einmal den Artikel verlinken oder beziehungsweise zeigen. Dann möchte ich ganz gerne hier die Wimpelkette austauschen. Mal sehen, ob ich dafür was Passendes finde. Ich habe oben noch meine selbstgeknüpfte Boho-Girlande. Vielleicht für die da auch wieder hinkommen. Vielleicht finde ich was Schöneres. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und diese Töpfe, da fragen auch ganz viele immer nach. Das sind diese, ja, diese ganz klassischen Töpfe hier. Und wenn ihr eine IKEA Family Card habt, dann kriegt ihr die meisten sogar auch ein bisschen günstig. So war es auf jeden Fall das letzte Mal bei mir. Ja, ansonsten haben wir hier immer Kunstblümchen, die gehen uns auch nicht ein bei der Hitze hier drin im Sommer und auch im Winter können wir sie stehen lassen. Da ist auch noch mal eine Blume und ja, diese Decke hier sind diese Tischläufer von Ikea. Die mag ich auch total gerne. Die gibt es eigentlich immer in ganz vielen verschiedenen Farben. Mal gucken, ob ich sie wiederfinde. Ich möchte natürlich ein bisschen irgendwie ins Beige rein. Und ansonsten war ich die Tage auch, oder beziehungsweise letzte Woche auch noch mal shoppen, habe ein bisschen was an Deko gekauft. Das heißt, die Kissen werden jetzt mal hier ausgetauscht. Ich habe mir ein neues Kissen gekauft. Muss mal gucken, wo ich das hier platziere. Und ja, würde sagen, ich höre auf zu quatschen. Ich wollte noch mal eine Sache ausmessen. Und so haben wir hier oben unsere, ja, Thomas Obulz mal wieder. Unsere Krumpel hier, da ist alles Mögliche drin. Und hier möchte ich ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Mal sehen, ob ich da irgendwelche kleinen Behälter für finde. So, und jetzt genug Gequatsch, ich muss los, ich fahre noch ein bisschen und ich hoffe, dass es nicht allzu voll ist bei Ikea. Was macht man an einem Freitag kurz vorm Wochenende, kurz vor einem verlängerten Wochenende und mitten im Feierabendverkehr? Richtig, man fährt zum großen schwedischen Möbelhaus, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich bin zum Glück komplett über Land gefahren, weil ich gesehen habe, dass die Autobahn extrem voll ist. Ich habe es vorhin, von wo ich über die Autobahn rübergefahren bin, schon gesehen, dass es da sehr, sehr voll ist und dementsprechend ja alles richtig gemacht, dass ich über Land gefahren bin. So, und jetzt gehe ich in den Markt rein und bin ganz gespannt, was ich da Schönes finde, ob ich Deko finde und ja, mit wie viel ich letztendlich rausgehe. Ich sitze wieder im Auto. Ich war erfolgreich. Es gab gerade schon eine Nachricht von Thomas. Johanna, was hast du alles gekauft? Denn ich habe es mit dem Gemeinschaftskonto gekauft und er kriegt immer direkt eine Nachricht aufs Handy, wenn da wieder was abgebucht wird. Ich habe viele schöne Sachen gefunden und es ist einfach so, bei Ikea gibt es so viele Dinge, die gut fürs Camping sind. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. So ist zum Beispiel, was ich immer richtig schön finde, das ganze Zeug, was fürs, für die Küche ist. Ob es jetzt Einlagen sind für die Schränke, die man da bekommt, zum Beispiel fürs Geschirr, Teller, also beziehungsweise für die Schränke und dann für Teller gab es da Sachen. Richtig schön sind natürlich immer Körbe. Ich kann nie genug Körbe haben. Ich habe auch Körbe gefunden, die bei uns in den Schrank sollen. Ich hoffe, es passt. Also die Maße passen auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kriege es da rein und es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. 2 verschiedene Größen habe ich gekauft. Probiere ich aus, wenn ich zu Hause bin. Dann, was immer geht, ist alles mit Blumentöpfen, mit Pflanzen und so weiter. Ja, da kann man sich wirklich tot shoppen. Ich habe auch was gefunden, was ich als Girlande machen möchte. Also das Deko übers Fenster zeige ich euch dann, wenn ich es zu Hause auspacke. Dann, was gibt es dann noch? Also was ich immer sehr, sehr schön finde, sind Handtücher, die passen. Also die farblich zueinander passen.
Und wenn man dann einfach irgendwie eine Ausstattung hat fürs Wohnmobil, kann man dann natürlich sehr, sehr gut kaufen. Habe ich für unser Wohnmobil auch schon gekauft. Mittlerweile mischen wir schon alles durch, weil ja, wenn sie zu Hause im Einsatz sind, dann fehlen sie fürs Wohnmobil. Aber finde ich persönlich einfach immer, es ist mein innerer Monk, der mag das ganz gerne, wenn es einheitlich ist. Das bietet sich dann natürlich sehr gut an. Was gibt es noch so für Dinge? Genau, das Netz, was ich habe, wo ich die Hundeleinen reinpacke. Das so was Ähnliches gibt es hier auch, hat nur ein bisschen kürzeren Henkel, aber an sich sonst ja ähnlich, ist ein Obstnetz. Und das ist im Zweierpack, habe ich direkt auch nochmal mitgenommen. Das kann man immer gebrauchen, mal sehen, wo ich es unterbringe. Ja, Deko ist klar, Ikea. Ich glaube, man geht bei Ikea nie weg, ohne eine Kerze einzupacken. Habe ich auch gemacht, ist aber nicht fürs Wohnmobil, ist für zu Hause. Dann habe ich noch Fußmatten mitgenommen, die möchte ich noch zurechtschneiden, zeige ich, wenn ich zu Hause bin. Ja, einiges. Also es gibt wirklich viel bei Ikea von den ganzen Kisten. Also die sind natürlich immer super, auch fürs Wohnmobil. Wir haben noch einige von, die wir in die Garage stellen, wie zum Beispiel letztes Jahr, wo wir in Norwegen waren und nicht genug Stauraum hatten im Fahrzeug, haben wir das noch in die Kisten gepackt und die hinten in die Garage gestellt. Ja, ansonsten Bettwäsche habe ich gekauft. Ja, schon eine schöne dicke Bettwäsche. Mal sehen, wo wir die aufziehen, ob im Haus oder am Wohnmobil. Ist auf jeden Fall sehr schön flauschig, habe ich mitgenommen. Dann haben wir noch ein paar neue Kissen. Ich habe so viele Kissen und Kissenbezüge, aber grundsätzlich, egal wo ich bin, wenn es da Kissen gibt und Kissenbezüge, die müssen einfach mitgenommen werden. Und das habe ich diesmal auch wieder gemacht. Etwas, was ich auch schon bei ganz vielen gesehen habe, ist diese Lochplatte. Skardis heißt die, wenn ich das richtig habe. Die gibt es in verschiedenen Größen, in Schwarz und in Weiß. Und die haben ganz, ganz viele bei sich im Wohnmobil angebracht, um da ein paar ja, Deko-Elemente anzubringen. Man kann sie auch mit den Klebeschrauben befestigen. Ich brauche sie im Wohnmobil bei mir persönlich jetzt nicht. Ich zeige es euch hier trotzdem nochmal. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Und ansonsten gibt es natürlich die Behälter, die ich bei uns oben im Wohnmobil über dem Fahrerhaus hängen habe. Die gibt es auch bei Ikea. Die kosten, sage und schweige, nur 1 Euro. Also deswegen habe ich mir damals auch direkt mehr mitgenommen. Und ich finde die einfach süß, gerade wenn man da irgendwie Pflanzen reinmacht. Oder ich nutze sie ja bei uns auch, dass die Fernbedienungen da reinkommen, damit Thomas nicht auf die Idee kommt, sich ein Fernbedienunghalter zu drucken und den irgendwo an die Wand zu kleben. Und diese Behälter sind dafür einfach eine schöne, stylische Lösung. Aber es gibt auch noch andere Behälter bei Ikea, wie zum Beispiel diese Stoffhalter. Hier ist auch noch mal ein Video davon. Die finde ich auch sehr schön. Wenn man irgendwie eine Stange im Wohnmobil hat, dann kann man die auf jeden Fall da sehr gut dran befestigen. Finde ich sehr schön. Ja, so. Ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen. Aber egal. Es geht jetzt für mich wieder zurück nach Hause. Ich gucke mal, wo das Navi mich langführt, ob ich über die Autobahn fahren kann oder ob ich über Land fahren muss, weil wieder so viel Verkehr ist. Es wird auf jeden Fall jetzt gegen Nachmittag hier extrem voll. Kein Wunder, es ist ein langes Wochenende, das ansteht. So, und jetzt geht's nach Hause und ihr wollt sehen, was ich alles genau gekauft habe und wo ich das im Wohnmobil aufstelle. Dementsprechend ab nach Hause, zack, zack. Die Tasche ist voll. Ich habe sie gerade schon aussortiert. Ein Teil ist oben für die Wohnung, der andere Teil, die ganze Tasche hier, und ihr seht, die ist wirklich extrem voll. Ist fürs Wohnmobil, und was da drin ist, zeige ich euch jetzt mal genauer und ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also hier oben seht ihr, das erste, was hier ist, sind schon mal Teppiche. Die haben, meine ich, 2 Euro gekostet. Ich möchte die gerne hier unten auf den Fußboden legen. Thomas meckert nämlich immer, dass die Teppiche, die ich gekauft habe, so extrem groß sind. Ich habe sie nämlich zurechtgeschnitten und ja, es ist eine kleine Stolperfalle. Der ist auf jeden Fall schmaler. Der passt hier in den Gang rein. Das sollte kein Problem sein. Ich habe ihn auch direkt in zweifacher Ausführung mitgebracht. Falls er mal komplett eingesaut sein sollte und man ihn nicht mehr reinigen kann, dann habe ich noch mehr Ersatz. Dann, das finde ich sehr, sehr schön, ist das hier einmal eine Fußmatte. Die möchte ich hier vorne im Bereich hinlegen. Ich habe auch meistens noch eine kleine Fußmatte hier mit drauf. Zeige ich gleich noch mal einmal im Detail, wie ich mir das vorstelle und wie ich die ja, für die
Tür passend mache. Die wird auf jeden Fall nochmal zurechtgeschnitten. Und ich mag ja total gerne diese braunen Farben. Die war auch gar nicht so teuer. Preis müsste ich nochmal raussuchen und dann blende ich euch das hier in dem Video mit ein. Dann, ich denke, das ist bei jedem IKEA-Einkauf, wird das mit eingepackt. Kissen. Man kann nie genug Kissen haben. Hier habe ich 50x50 Füllkissen. Zweifache Ausführung habe ich die gekauft. Und die sind jetzt natürlich noch recht klein, aber die werden ganz schnell groß, wenn man sie aufschneidet. Also seht, es sieht schon ganz anders aus. So sind sie verpackt. Zwei Stück habe ich davon gekauft. Und wenn man schon Kissen kauft, dann muss natürlich auch ein Kissenbezug dazu kommen. Ich packe ihn jetzt einmal auf. Das ist das Kryptobuske. Frag mich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Ich fand es sehr schön, schön flauschig. Ich packe es mal einmal aus, ziehe es mal einmal rüber. Aber ich wasche die ganzen Kissenüberzüge immer nochmal, bevor ich die aufziehe. Beziehungsweise nutze. Aber jetzt einmal, um das zu zeigen, ziehe ich mal einmal den Kissenbezug über. So sieht das Ganze dann aus. Finde ich richtig schön. Und wenn man das mal vom Nahen anschaut, das ist so ein kleiner, oder so ein schöner, flauschiger Kissenbezug. Gefällt mir richtig gut. Passend dazu habe ich auch eine Bettdecke. Und zwar diese Namen. Steffmal heißt dieser Bezug. Finde ich richtig schön. Ist kariert. Passt gut zur jetzt kommenden Herbstzeit oder auch zur Winterzeit. Packe ich mal einmal kurz aus für euch. Werde ich natürlich auch erst waschen, bevor wir da drin schlafen. Aber dass ihr es wenigstens mal einmal seht. Und dazu passt natürlich auch das Kissen dann wieder sehr schön. Finde ich richtig schön und es ist auch ein schöner weicher Stoff. Das Kissen passt dann farblich auch sehr schön dazu. Bevor ich losgefahren bin, habe ich ja gezeigt, dass ich ganz gerne für hier oben für den Schrank zwei Töpfe hätte, damit da einfach dieser ganze Kabelsalat da ein bisschen schöner verstaut ist. Dafür habe ich diese beiden Kisten hier gefunden. Und zwar gehören die immer mit einer Kiste und einem Deckel. Kann man auch schön übereinander stapeln. Finde ich richtig schön. Probier es mal aus, ob es von der Höhe passt. Müsste. Ich habe nämlich ja vorher hier ausgemessen. Aber ihr seht, passt perfekt hier drunter. Würde wahrscheinlich auch noch hier oben reinpassen. Okay, da ist ein bisschen schwieriger, da passt es nicht. Aber da kann ich ja den Deckel abnehmen. Dann passt das auf jeden Fall. So, Kisten kann ich also von meiner Wunschliste runterstreichen, habe ich gefunden. Dann, was ich auch sehr schön finde, ist dieser Badteppich. Thomas hasst Teppiche jeglicher Art. Ich mag das ganz gerne, besonders im Badezimmer. Da habe ich den jetzt für besorgt. Kann man auch waschen. Den werde ich aber auch noch zurechtschneiden. Zweiter Kissenbezug für das 50x50. Kissen. Dann habe ich diese Tasche nochmal mitgenommen. Gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ihr kennt sie ja von dem Hunde-, Leinen- und Halsbändernetz, was ich da vorne habe. Und da habe ich jetzt nochmal zwei Stück von. Finde ich sehr schön. Ein Haken ist noch frei und ich denke, die kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Dann habe ich einen neuen Tischläufer. In schwarz leider nur. Aber es passt ja auch sehr schön. Den kann man schön dekorieren. Dann habe ich dieses Regal nochmal mitgenommen. Das kennt ihr alle von unserem Gewürzregal. So ist die Originalfarbe. Ich habe es weiß angemalt. Das ist für meine Mama. Und dann gibt es noch diese Teehalter. Habe ich ganz, ganz viele von. Ich liebe sie einfach, weil man hier schön Gläser reinstellen kann. Man kann sie als Kerzendeko benutzen. Und ja, müssen einfach immer mit. Das ist meine Ausbeute. Okay, ich habe noch was. Und zwar dieses hier. Möchte ich ganz gerne als Deko da vorne hinmachen. Ist zwar wieder Eukalyptus, aber auch ein bisschen anders als da vorne, nicht so blümig. Und was habe ich noch? Das hier. Das ist, glaube ich, für Kuchen. Ich möchte das ganz gerne für Pizza nutzen. Ihr wisst ja, wir machen so gerne Pizza im Wohnmobil. Und da hoffe ich einfach,
dass das seine Dienste erfüllt. Neben mir liegt die Fußmatte, die vor die Tür soll. Ich finde die Farbe richtig schön und jetzt gerade zur regnerischen Herbstzeit, finde ich, ist eine Fußmatte auf jeden Fall Muss. Man geht grundsätzlich mit den Schuhen hier rein und es ist einfach hier vorne dreckig, auch mit dem Hund. Und deswegen finde ich das ganz schön, wenn man da einmal die Füße abtreten kann. Aktuell haben wir hier auch eine Fußmatte liegen, die habe ich auch schon zurechtgeschnitten. Darunter habe ich dann im Winter meistens noch eine größere, die ist allerdings in Grau und daher sieht man da wirklich jeden Dreck direkt. Dementsprechend freue ich mich über diese Matte und ich denke, dass ich trotzdem weiterhin noch die Kleine darüber liegen lassen werde. Diese Matte muss jetzt natürlich erst nochmal zurechtgeschnitten werden. Dafür habe ich mir schon ein bisschen Werkzeug geholt und zwar ein Cuttermesser und Zeitungspapier. Denn ich muss jetzt natürlich hier die Größe erstmal ausmessen, wie groß bzw. was von der Matte weggeschnitten werden muss. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, weil das mit dem Zeitungspapier nicht so gut funktioniert. Ich habe mir die Matte hier hingelegt und werde jetzt hier anhand der Kante einmal eine Schneidelinie zeichnen und das Ganze dann abschneiden. Als nächstes geht es an die Matte fürs Badezimmer. Dafür habe ich mir einmal Zeitung auf das Maß zurechtgeschnitten. Die ganze Matte soll ins Badezimmer und zwar so, und dann heißt das, ich muss da und da einmal um die Toilette rumschneiden. Das Zeitungspapier habe ich einmal zurechtgeschnitten, das lege ich jetzt hier auf, dann wird das hier ausgeschnitten und dann sollte das perfekt ins Badezimmer passen. Ich finde den Teppich im Badezimmer wirklich schick und er macht das Ganze gleich viel gemütlicher. Man hat keine kalten Füße mehr und ja, es sieht auch ganz schick aus, wie ich finde. Und es ist ganz einfach gemacht. Mal sehen, wie lange das hält, weil normalerweise muss man ja den Teppich von außen cutten. Oder wie heißt das? Ich komme auf den Fachbegriff nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie dieser Begriff heißt, den ich meine. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Die Matte war nicht teuer und es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Die Bettwäsche habe ich ja vorhin schon präsentiert. Die werde ich auch noch mal zeigen, wenn sie frisch gewaschen ist und ausgezogen ist. Aber schaut mal, das sieht richtig, richtig toll aus. Das Kissen passt hier richtig gut zu. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass der Bettbezug einen Reißverschluss hat. Wenn es gibt nichts Nervigeres als Knöpfe oder wenn ein Bettbezug gar keine Verschlussmöglichkeit hat. Die Farbe sieht richtig toll aus, finde ich. Passt hier richtig schön ins Wohnmobil rein. Und ich freue mich schon, das jetzt in die Waschmaschine zu packen, zu waschen, zu trocknen und dann hier endlich aufzuziehen. Und sie ist einfach so schön flauschig. Der Tischläufer passt auf jeden Fall sehr gut hier rein. Ich finde das auch mit dem Schwarz bzw. Anthrazit auf der Tischplatte richtig schön. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was ich hier oben als Deko hinmache. Denn die Wimpelkette ist jetzt auch schon ein bisschen länger drauf und passend zum Herbst darf da jetzt mal was Neues hinkommen. Die neuen Pflanzen habe ich jetzt hier angebracht. Ich finde das recht schön und auch die Tischdecke passt farblich da sehr gut zu. Kissen muss ich nochmal austauschen, aber da wisst ihr, habe ich definitiv genug Bezüge von. Hier habe ich das jetzt erstmal hängen gelassen, habe aber die großen Herzen abgemacht und ist erstmal nur ein kleines Herzchen hier hängen. Da muss ich mal gucken, zum Herbst hin bzw. zu Weihnachten hin, habe ich da auf jeden Fall noch schöne andere Deko, die da gut hinpasst. Zu dem Regal bekomme ich immer sehr viele Fragen. Das ist einfach dieses Backfam-Regal von IKEA. Es kostet auch nicht viel und das habe ich bei uns hier nochmal weiß angemalt und das ist befestigt mit solchen Klebeschrauben. Super, von hinten sind die so. Ihr könnt natürlich schrauben, aber wir wollten jetzt in unserem Fall nicht schrauben und haben das dann mit diesen Klebeschrauben befestigt.